Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley mit mir, dem Slenderman. Und heute werden wir erstmal das, was letzte Folge so herangewachsen ist, abernten. Und direkt, so wie wir es gelernt haben, bei Pierre verkaufen gehen. Nice zu wissen. Dass hier jetzt ein gewisser jemand GTA 5 spielt. Brauch roter Pilze, mein neues Projekt. Ich habe keine roten Pilze. Und ich darf warten. Oh, das freut mich aber. Ah ja, dann warte ich mal kurz und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Ja, also hier ist nochmal roter Pilz. Wenn jetzt nicht mal nachgucken. Heute hat Shane Geburtstag und heute hat er irgendwie keine blaue Kappe an, so wie gestern. Ich guck nochmal der Aufnahme nach, aber wir sind die Ersten. Willkommen. So, Pierre. Ich verkaufe. Und ich glaube, die Samen habe ich schon gekauft. So. Hab ich schon? Oder habe ich nicht? Ich glaube, ich habe schon. Egal, das sehen wir jetzt sowieso. Und weil es gerade auf dem Weg liegt, nehme ich das Ding mit. Kurzer Umweg. Bushaltestelle und Pelikan. Okay. So, hier erstmal die erste Arbeit des Tages verrichten. Und das Feld wieder gerade legen. So, und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Haben wir 3000, fast 4000? Ja, wir haben so viel. Perfekt. So. So, perfekt. Alles einmal voll belegt. Und dann geht's ans Gießen. Und weil ich keine gute Musik habe, um das jetzt zu einer Zeitraffer zu machen, wird's, glaube ich, auch keine Zeitraffer. Auf jeden Fall finde ich es nochmal vom Anfang der Folge, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, sehr interessant, dass dieser gewisse jemand jetzt GTA 5 spielt, anstatt mir zu antworten. Ich hätte nämlich 10 Sekunden davor auf Discord eine Nachricht geschrieben. Und ja. Es sieht nämlich kritisch um ihn aus. In welchem Thema genau, darf ich euch nicht sagen. Das ist Geschäftsgeheimnis? Keine Ahnung, ob man das so nennen kann. So. Auf jeden Fall gießen wir erstmal hier alles. Und dann rege ich mich in der Folge über YouTube auf. So. Oder ich reg mich während dem Gießen über YouTube auf. Ich habe letztens mir nochmal ein Video angeguckt über die neuen YouTube Monetarisierungsbedingungen. Und da habe ich mitbekommen, dass YouTube will, dass YouTube zu monetarisieren ein paar äußerst
merkwürdige Voraussetzungen hat. Zum Beispiel kein Blut, keine Schimpfwörter, kein Rechtsextremismus, keine. Ja. Alles Sachen, die man normalerweise noch so verstehen könnte, ne? Aber das Dumme dabei ist, das trifft auf jede YouTube-Sparte zu. Das heißt auch unter anderem auf YouTube Gaming. Und weil fast jedes Spiel, außer jetzt sowas wie Stardew Valley, weil fast jedes Spiel einfach daraus besteht, jemanden umzubringen, oder dass es gibt mittlerweile sogar Filme ab 12, wo man sieht, wie sich jemand den Kopf wegpustet mit einer Pistole. Also, das ist schon ein bisschen doof, dass jedes 0,75. Spiel, das rausgebracht wird, von YouTube demonetarisiert wird, nur weil es böse Szenen enthält. Und ja. Auf jeden Fall, das finde ich ziemlich beschissen an YouTube. Gut an YouTube finde ich, dass man nicht schnell, aber gut sein Video bearbeiten kann, noch mit der ziemlich einsteigerfreundlichen YouTube-Benutzeroberfläche. Oh scheiße. Genau das versuche ich immer zu verhindern. Dass man sich vor Überanstrengung erschöpft fühlt. Man kann nicht mehr gehen. Man geht so schnell, als wäre man, wird man die ganze Zeit auf Shift drücken. Oh nein, dann grast man noch langsamer. Wir haben eigentlich herausgefunden, wie man am allerlangsamsten im ganzen Spiel wird. Man muss erschöpft sein und durch Gras laufen. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, das war's für den ersten Tag, weil ich kann nichts mehr machen. Wetterbericht morgen. Morgen wird es ein wunderschöner, sonniger Tag. Okay. Yep. Ich habe Minenarbeitsstufe 2. Du kannst Treppen herstellen. Oh Gott! Was? Also ich hatte noch... Das ist das erste Mal, dass mir das passiert. Immer wenn ich erschöpft geworden bin in Stardew Valley, und das ist mit dem Let's Play jetzt zum ersten Mal passiert, aber ich habe ja das Spiel vorher schon mal angespielt. Immer wenn ich erschöpft geworden bin, habe ich nur die Hälfte von meiner Energie zurückbekommen. Und ich wundere mich gerade, dass ich volle Energie habe. Da bin ich gerade echt ein bisschen glücklich drüber. Und wo wir gerade beim... wo wir gerade eigentlich nicht beim Thema sind. Aber wo ist eigentlich Cookie? Weil ich habe in meiner Kiste Cookies für Cookie. Na, war Spaß. Also ich habe ihm gestern kein Wasser gegeben. Ich bin nicht, der Hund stirbt. Wo bist du, Hundi? Lebst du noch? Anscheinend nicht. Ja. Ei Gott, mal gucken. Unser Wasser ist leer.
Und eigentlich starte ich sowieso jeden Tag nur mit einer halben Portion Energie nach meinem Gießen. Außer wenn es regnet, aber dann gehe ich ja in die Mine. Und ja. Müsste ich unbedingt mal wieder machen, weil ich habe nicht genug Kupfererz. Apropos Kupfererz. Wie viel kostet denn die Sprenkelanlage? Ein Eisenbarren und ein Kupferbarren. Oh Gott, bis wir Eisenbarren bekommen, dauert das nochmal Jahre. So. Und ich sollte mal anfangen, ein Kistensystem zu bauen. Das könnte ein bisschen anstrengend werden. So. Die Pflanze weg. Ja, wo ist Cookie hin? Also, falls Cookie heute Morgen in meinem. Habe ich doch gerade jemanden gehört. Wo bist du, du verrückter Hund? Da oben! Was machst du in der Ecke? Ich hab dich vermisst. Ich hab überall gesucht. So. Also, ja, vergesst, was ich sagen wollte. Ich freue mich auf jeden Fall schon in dem Spiel hier auf den Sommer. Ist nämlich eins der geilsten Jahreszeiten. Wir werden echt ein bisschen langsamer, wenn wir durch das Gras gehen, aber das fällt einem nicht auf, solange man rennen kann. Also, ja. Ja. Oh Gott. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir auch nur ein paar Abonnenten bekommen würden. Aber ich glaube, das kann ich echt vergessen. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren, dass wir ein paar Abonnenten bekommen, weil ja, YouTube hat genug YouTuber. Es gibt locker schon über 100 YouTuber, die 1 Million Abonnenten haben. Und PewDiePie, von dem will ich gar nicht reden. Ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten er momentan hat. So, jetzt aufpassen. Ich habe noch 5, 6 Schläge. 3, 4, 5, 6. Oh. 7. Ja, manchmal wird nur ein Schlag abgezogen. Ist aber schon selten. Und deswegen muss man dann auch aufpassen. Jo. So. Nochmal einlagern. Ah, wir könnten mittlerweile 16 neue Müsli-Riegel machen. Aber nee. Und ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Geld anfangen soll. Ich soll echt langsam mal anfangen, was zu bauen. Okay. Puh, bin ich müde. Hier haben wir ein Holztor. Holzzaun, Steinzaun, Eisenzaun. Aber immer nur ein Holztor. Damit du durch einen Zaun hindurchgehen kannst. Sprinkler würde ich unbedingt gerne mal haben. Diese Erde besitzt die Eigenschaft, eventuell über Nacht bewässert zu bleiben, in das bestellte Feld mischen. Echt? Das stellt man nur mit Stein her? Das ist günstig.
99 Steine für eine Treppe, um die nächste Ebene zu kommen. Geschwindwachs stimuliert die Blätterproduktion, steigert die Wachstumsrate einer Pflanze garantiert um 10% und das bestellte Feld mischen. Ein Kiefernteer und einmal Venusmuschel. Zapfhahn. Bringe ihn an einer Kiefer, einem Ahornbaum oder einer Eiche an und warte darauf, dass sich der Speicher mit dem Erzeugnis füllt. 40 Holz, 2 Kupfer. Ja, ich hab nicht so viel, so viel Money, so viel Kupfer habe ich nicht. Ich hab nicht mal einen Schmelzofen. Was kann ich eigentlich noch alles herstellen? Okay, noch ein Kumpel spielt Borderlands Pre-Sequel. Mayonnaise-Maschine. Macht Eier zu Mayonnaise. Ich habe keine Eier. Stelle es draußen auf und warte auf leckeren Honig, außer im Winter. 40 Kohle, 8, 40 Holz, 8 Kohle, ein Eisenbarren und ein Ahornsirup. Also dafür brauche ich dann auch wieder zwei. Nee, warte, ja, doch, 2 Kupferbarren. Und ja. Geh ich mal schlafen. Zuerst gucke ich, wie das Wetter morgen wird. Wunderschöner, ja, es geht langsam dem Sommer hinzu. Ich glaube, es kommen keine regnerischen Tage. Und ich glaube, das war es auch schon wieder mit der nächsten Folge, also mit dieser Folge von Stardew Valley. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Tschüss.